Ein möglicher Formfehler könnte den KFC Uerdingen um den Aufstieg in die dritte Liga bringen. Der DFB gab am Mittwochabend bekannt, dass die Krefelder beim Zulassungsverfahren eine Frist versäumt haben könnten. Die geforderte Liquiditätsreserve ging nach derzeitigem Stand am Dienstag möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist ein, teilte der DFB mit. KFC-Präsident Michael Ponnemeru wehrte sich vehement. Im Lizenzverfahren haben wir alle Punkte in vollem Umfang erfüllt, zu 100% transparent und korrekt gearbeitet und finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind, sagte der russische Unternehmer. Wir haben das Geld sogar zweimal überwiesen, unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga. Wir haben alles erfüllt und uns an alle Fristen gehalten. Die Qualität unserer Dienstleister, die Arbeitsweise der Banken können wir nicht kontrollieren. Wir sehen nicht, dass uns hier eine Schuld trifft. Die Aussage in der Mitteilung des DFB ist leider unverständlich, erklärte Ponnemeru. Der Zulassungsbeschwerdeausschuss wird sich am kommenden Montag mit diesem Sachverhalt befassen. Die Frist war am Dienstag um 15.30 Uhr abgelaufen. Laut DFB hätte die Nichteinhaltung der Frist nach den Statuten zur Folge, dass keine Zulassung erteilt werden könnte. Einen Ermessensspielraum gebe es nicht. Ponnemeru drohte mit seinem Abschied, wenn Uerdingen die Drittliga-Lizenz nicht erhalten sollte. Für mich steht fest, dass wir nur in der dritten Liga mit mir spielen. Wenn der DFB nach allem, was passiert ist, wirklich beschließt, uns für etwas, an dem wir keine Schuld tragen, die Lizenz nicht zu geben, dann sehe ich nicht, wie ich mein Engagement beim KFC Uerdingen aufrechterhalten kann, sagte er. Der Russe ist seit 2 Jahren bei den Krefeldern Präsident. Zuvor war er im Streit als Gesellschafter beim 8-maligen Eishockeymeister Düsseldorfer EG ausgestiegen. Uerdingen hatte wenige Stunden zuvor erst die Verpflichtung der Mittelfeldspieler Manuel Konrad vom Zweitligisten Dynamo Dresden und Maurice Lipka auf Leihbasis vom FC St. Pauli bekannt gegeben. Am Dienstag hatte das DFB-Sportgericht den sportlichen Aufstieg der Krefelder offiziell gemacht, als es das abgebrochene Relegationsrückspiel bei Waldhof Mannheim mit 2:0 für den KFC gewertet hatte. Punkt. Sollte Uerdingen nicht die Zulassung bekommen, würde Waldhof aufsteigen.